Auch 2013 waren österreichische Unternehmen wieder aufgerufen, ihre sozialen Maßnahmen und Initiativen, die auf betrieblicher Ebene partnerschaftlich und nachhaltig umgesetzt werden, im Rahmen des betrieblichen Sozialpreises einzureichen. Soziales Engagement soll in einer sozialen Ideenbörse gesammelt und anderen Unternehmen als Best Practice zur Verfügung gestellt werden. Die Initiativen Vorbildwirkung haben, dass sie nachahmbar sind, dass sie Best-Practice-Beispiele sein können. Die Schirmherrschaft für den betrieblichen Sozialpreis hat Herr Bundesminister Rudolf Hunsdorfer übernommen. Wirklich ein Preis geworden, der eine sehr, sehr positive Entwicklung hat und alle Aspekte meines Ressorts irgendwie abdeckt. Und darum bin ich ganz froh, dass es den gibt. Dieser Preis bedeutet für das Unternehmen ein hohes Maß an Reputation. Er bedeutet eine Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls. Auch vor dem Hintergrund, man kann ja auch von anderen etwas abschauen und etwas lernen, um das in den eigenen Betrieb mitzunehmen. Und dass in Zukunft die Bedeutung eines Unternehmens immer stärker an ihrem sozialen Engagement gemessen wird. Das ist auch etwas, was wir mit diesem Sozialpreis fördern möchten. Ich denke, es sollte für viele Betriebe eine Herausforderung sein oder ein Ansporn sein, hier mitzutun. Es zahlt sich aus, kann ich sagen. Das spornt an und da freut uns natürlich auch, wenn der Herr Sozialminister diese Ehrung vornimmt, weil das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung seitens der Politik. Es ist eine Auszeichnung in erster Linie für unsere Mitarbeiter, die diese gute Idee gehabt haben. Der Verdienst einer Geschäftsführung ist ja nur, gute Ideen nicht zu verhindern. Die erforderlichen finanziellen Mittel für diese erstmals 2008 durchgeführte Initiative werden von Fair Finance bereitgestellt. Für die ausgezeichneten Unternehmen ist der Preis, glaube ich, eine sehr wichtige Bestätigung ihres Tuns und ein deutliches Zeichen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, ihr Unternehmen noch weiter zu verbessern und vor allem für die Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zu leisten. Die Wirtschaftskammer unterstützt das Projekt ebenso wie Business Circle, Österreichs größter Konferenzveranstalter und die Erste Bank. Medienpartner ist die Tageszeitung Der Standard. Besonders freue ich mich auf das nächste Jahr, auf die neuen Einreichungen und auf die vielen neuen sozialen Initiativen, die wir dann sehen werden.